So, hier geht es um einen süßen kleinen Hamster. Und zwar der Hamster, der gehört Laura. Und Laura hat für den Hamster ein Laufball gekauft, der eben ein Volumen von 1436,76 Kubik hat. Ja, was sollen wir jetzt machen? Wir wollen wissen, wie groß denn Lauras Hamster ist. Laut Hersteller soll der Radius des Laufballs ungefähr der Größe des Hamsters entsprechen. Also das heißt, unser Hamster ist genauso groß wie der Radius unseres Laufballs. Wie kriegen wir jetzt den Radius raus? Das Volumen kennen wir ja. Und somit setzen wir einfach in diese Formel für V das Volumen ein und wir können nach R auflösen. Also legen wir los. Und zwar hätten wir 1436,76. Und das ist gleich 4 Drittel mal Pi mal R hoch 3. Jetzt dividieren wir erstmal durch diese 4 Drittel mal Pi. Das heißt, wir erhalten hier dann ungefähr 3403. Und das wären R hoch 3. Also 1436,73 teilen wir durch die 4 Drittel mal Pi. Und jetzt müssen wir nur noch die dritte Wurzel hier ziehen. Und dann erhalten wir für den Radius genau 7 cm. Also somit ist Lauras Hamster 7 cm groß.